Im letzten Video habe ich euch schon einen Teil der Gaubahn gezeigt und heute schauen wir uns dann den restlichen Teil an. Im letzten Video sind wir in Biber-Ehren geendet. Heute geht es aber am anderen Ende der Strecke weiter. Wir starten heute in Weikersheim. Und hier sind wir schon mitten im Zentrum von Weikersheim. Also auch Weikersheim, eine sehr, sehr hübsche Innenstadt. Wir fahren aber gleich weiter und sind jetzt hier am Bahnhof von Weikersheim an der Bahnstrecke Aschaffenburg-Crailsheim über Miltenberg-Wertheim, Bad Mergentheim in Richtung Crailsheim, dann hier der Bahnhof Weikersheim. Und hier ging die Bahnstrecke dann los. Hier ein kurzes Stück ist sie nicht mehr vorhanden. Hier die Brücke, die gehört allerdings schon wieder zur originalen Strecke. Hier in Weikersheim gab es auch mal einen Stadtbahnhof, der wurde allerdings schon 1923 stillgelegt, sodass die Züge dann in Weikersheim nur am regulären Bahnhof, wo dann auch eben der Anschluss Richtung Crailsheim und Bad Mergentheim Bestand gehalten haben. Ja, hier auch in der Stadt eben noch ein großer Teil des Weges erhalten. Hier die Brücken, komplett original. Und jetzt im weiteren Teil dann eben der Radweg parallel zur Straße ist tatsächlich auch noch auf der originalen Bahntrasse. Und hier haben wir jetzt ein Industriegebiet. Hier ist die Trasse jetzt nicht mehr vorhanden. Aber das Stück hier, das ist jetzt schon wieder die originale Trasse. Und hier kommen wir jetzt auch gleich zum größten Bauwerk, dem größten Kunstbauwerk entlang der Strecke Weikersheim-Ochsenfurt. Und zwar ist das hier die Brücke über die Tauber. Das ist die Eisenbahnbrücke von Schäftersheim. Schäftersheim liegt auf der anderen Seite der Tauber, da kommen wir gleich noch hin. Wie man sieht, über die Brücke selber kommt man nicht mehr. Die ist ja etwas provisorisch abgesperrt, ansonsten aber tatsächlich eben noch vollständig erhalten. Wir allerdings ein ganz kleines Stück außenrum fahren und dann können wir die Radfahrer- und Fußgängerbrücke parallel dazu nutzen. Hier sieht man auch die Brücke noch deutlich länger, also nicht nur über die Tauber, sondern auch noch über die Wiese. Dahinter führt also eine Brücke. Also das schon durchaus ein sehr großes Bauwerk, das eben auch schönerweise noch vollständig erhalten ist, leider aber nicht genutzt. Hier überqueren wir die Strecke. Hier sieht man sogar noch ein paar Gleisreste. Hier könnte man auch ein Stück zur Brücke hinlaufen. Der erste Teil scheint also nicht komplett gesperrt zu sein, da scheint man hinzukommen. Ich bin jetzt aber in dem Fall gleich weitergefahren. Und wie man es sieht, hier ist die Bahntrasse auch nicht mehr vorhanden. Das könnte hier der Bahnhof von Schäftersheim gewesen sein. Das habe ich leider nicht mehr herausfinden können, wo er sich genau befunden hat. Aber so wie es aussieht, könnte das hier gewesen sein. Ja, jetzt wird es ziemlich schwierig, dem Streckenverlauf zu folgen. Ich fahre jetzt hier erstmal parallel zur Straße, ein Stück auf der Straße. Und jetzt bin ich wieder auf der Trasse, ein Stück dahinter war auch noch Straße zu sehen, allerdings nicht als Weg, sondern da hätte man dann querfeld einfahren müssen, das wollte ich dann nicht. Hier bin ich aber jetzt wieder auf der originalen Trasse unterwegs, habe inzwischen Baden-Württemberg verlassen und bin jetzt hier schon in Bayern und erreiche hier jetzt den Bahnhof von Tauber-Rettersheim. Hinter dem Bahnhof von Tauber-Rettersheim können wir wieder nicht auf der Trasse fahren, die ist zwar vorhanden, aber auch da kein Weg, deswegen geht es jetzt hier steil bergauf und gleich wieder runter oder ansonsten parallel auf der Hauptverkehrsstraße, was aber mit dem Fahrrad immer nicht ganz so toll ist. Und erst ab hier können wir jetzt wieder auf der Trasse fahren. Das heißt, der Abschnitt von Weikersheim eigentlich bis kurz vor Röttingen ist nicht ausgebaut. Das ist kein schöner Weg zu fahren. Das kann man also nicht empfehlen als Familienausflug oder ähnliches. Dafür gibt es auf der anderen Seite der Tauber parallel den Tauberradweg, den zeige ich euch auf dem Rückweg. Ab hier ist es jetzt wieder wunderbar zu fahren. Hier ist man komplett auf der Bahntrasse unterwegs. Allerdings nicht asphaltiert, sondern das ist hier ein reiner Feldweg. Fährt sich also nicht ganz so schön wie der Abschnitt, den ich euch im letzten Video gezeigt habe. Dafür ist der Ausblick umso schöner, denn man gewinnt hier durchaus schon ein Stückchen Höhe, fährt oberhalb der Taubahn, hat einen schönen Ausblick in die Landschaft, auch mal ein paar Bänke zwischendrin für Pausen. Ganz schön gemacht eigentlich. Dann kommt man hier über diesen Weg, der auch noch auf der Trasse verläuft, nach Röttingen. Und ab hier, ab dem Parkplatz, ist die Trasse dann erstmal überbaut. Und auch in Röttingen selbst ist es schwierig, der Trasse zu folgen. Ich habe hier einmal einen Fehler gemacht, bin falsch abgebogen und habe die Trasse deswegen komplett verfehlt. Aber auf dem Rückweg habe ich sie dann gefunden, auch mit dem Bahnhof, das zeige ich euch dann gleich noch. Hier bin ich jetzt aber auch schon wieder auf der originalen
Trasse unterwegs. Und jetzt ist der nächste Bahnhof auch schon eine Biber-Ehren. Davor kommt hier nochmal eine kleine Brücke. In Biber-Ehren endete ja das letzte Video zur Gaubahn und hier haben wir jetzt damit dann also quasi auch die komplette Gaubahn einmal abgefahren. Hier haben wir jetzt den Bahnhof von Biber-Ehren, der befand sich ungefähr an dieser Stelle hier, wo sich heute ein Industriegebäude befindet. Also der Bahnhof ist nicht mehr vorhanden, aber man sieht hier eben deutlich das Gelände. Und jetzt hier vor uns haben wir eben die Aufspaltung, links die Strecke nach Ochsenfurt und rechts die Zweigstrecke nach Kreklingen. Und genau diese Strecke werde ich euch jetzt auch noch zeigen. Und da kommt gleich sofort das erste Highlight. Direkt hinter dem Bahnhof von Biber-Ehren befindet sich nämlich eine große Brücke über den Fluss Gollach. Und da darf man tatsächlich auch noch raufgehen. Die Brücke ist zugänglich. Ihr seht, sie ist zwar in der Breite etwas abgesperrt, dass man nicht mit einem Fahrzeug drauffahren kann, aber zu Fuß oder mit dem Fahrrad kann man die Brücke tatsächlich noch legal betreten. Da gibt es was dem entgegensprechen würde. Man sieht hier unten die Gollach, den Fluss. Also das ist durchaus auch eine ziemlich große Brücke. Wir schauen sie uns nochmal von unten auf dem Rückweg dann an. Also hier seht ihr das nochmal, die Absperrung. Mit dem Auto kommt man also nicht drauf, wer auch immer auf solche Ideen käme. Das geht nicht, aber mit dem Fahrrad darf man hier tatsächlich rauffahren. Und jetzt geht es hier parallel zum Bahndamm weiter. Da sind heute Vorgärten und der Radweg hier auch jetzt parallel zur Bahnstrecke. Also die Bahnstrecke wäre links von uns. Das heißt, hier können wir jetzt nicht auf der originalen Trasse fahren. Hier kommen wir zum nächsten Bahnhof. Das ist das Bahnhofsgebäude von Rheinsbronn. Das wird heute inzwischen als Wohngebäude genutzt. Hat aber trotzdem hier eine kleine Infotafel auf der linken Seite, wo man noch mal ein bisschen was darüber lesen kann. Und jetzt geht es hier wieder auf der originalen Trasse entlang über den kleinen Fluss Steinach. Und der Rest bis nach Kreklingen verläuft jetzt wieder auf der ehemaligen Bahntrasse. Hier auch ein Stück asphaltiert, hier fährt es sich dann sehr schön. Das nächste Stück dann wieder geschottert, fährt sich aber auch noch wunderbar. Hier haben wir nochmal eine ganz kleine Brücke und dann sind wir hier jetzt tatsächlich auch schon im letzten Abschnitt bis nach Kreklingen. Die Strecke verläuft dann hier immer parallel zur Straße, ein kleines Stück höher als die Straße. Erstmal vorbei an einem Industriegebiet und dann kommt man hier am Ortseingang auch schon zum Bahnhof von Kreklingen. Der ist allerdings nicht mehr erhalten, davon ist nichts mehr zu sehen. Man kann nicht genau erkennen, wo dann die Trasse früher aufgehört hat. Der Bahnhof war aber tatsächlich hier direkt am Ortseingang. Ich möchte aber trotzdem noch mal ein kurzes Stück reinfahren nach Kreklingen und mir den Ort anschauen. Nur eine ganz kleine Runde durch den Ort drehen. Keine große Stadt, knapp 5000 Einwohnern, aber wie man sehen kann, ein hübsches historisches Zentrum, eine kleine Altstadt, ist also auch einen kurzen Ausflug wert. Hier fahren wir jetzt einmal mitten durch das Zentrum durch. Eigentlich eine Einbahnstraße, aber für Fahrradfahrer in beide Richtungen freigegeben, sodass wir jetzt hier quasi auch entgegen der Einbahnstraße fahren können. Mit dem Auto wäre das so also nicht möglich. Für Fahrräder eben freigegeben. Und jetzt fahren wir wieder zurück zum Bahnhof und fahren dann die Trasse zurück in Richtung Biber-Ehren. Kurz zur Geschichte dieses Abschnittes nach Kreklingen. Der wurde 1909 eröffnet und dann 1967 wurde hier der Personenverkehr eingestellt. Bis 1992 gab es noch Güterverkehr. Es war mal geplant, die Strecke hier von Kreklingen aus weiter sogar noch bis nach Rothenburg ob der Tauber zu verlängern. Das ist allerdings nie umgesetzt worden. Jetzt geht es hier also nochmal auf der Bahntrasse zurück. Bis zum Bahnhof von Rheinsbronn. Ab hier jetzt auf dem Taubertal-Radweg, aber nicht mehr auf der Bahntrasse unterwegs. Das auch nur bis Biber-Ehren. Hier verlasse ich jetzt den Radweg und fahre wieder so nah es geht an der Bahn entlang, und zwar hier links von mir ist der Bahndamm. Kurze Pause hier an der Pferdekoppel eingelegt und direkt dahinter folgt dann jetzt tatsächlich eben auch
die Brücke, über die wir auf dem Hinweg gefahren sind. Jetzt wollen wir uns die mal von unten anschauen, wie die denn tatsächlich jetzt so aussieht, damit man auch wirklich mal ein Gefühl bekommt, wie groß dieses Gebäude eigentlich ist. Man sieht hier aber auch am Weg, das ist definitiv nicht mehr der offizielle Fahrradweg. Also die Strecke sollte man dann nur fahren, wenn einen das Bauwerk wirklich interessiert. Ist nämlich ziemlich matschig, schlammig, fährt sich nicht sonderlich angenehm. Hier kommt die Brücke über die Gollach jetzt aber in Sicht und da kann man, wie ich finde, sehr gut erkennen, dass das durchaus ein ziemlich großes und beeindruckendes Bauwerk ist. Jetzt geht's weiter, wieder zum Bahnhof von Biberehren und auf der ehemaligen Trasse weiter bis nach Röttingen. In Röttingen haben wir noch den Bahnhof nicht gesehen, das ist jetzt also mein nächstes Ziel. Ihr seht hier auch schon gerade im Vergleich zum letzten Video hier die Strecke deutlich flacher, weil wir uns hier eben im Taubertal befinden, haben wir kaum noch Höhenunterschiede. Hier erreichen wir jetzt den Bahnhof von Röttingen und wie wir sehen, auch hier ist noch ein Bahnhofsgebäude vorhanden. Natürlich heute auch in anderer Nutzung, aber auch schön, dass es noch erhalten geblieben ist. Es gab früher auch mal noch einen weiteren Bahnhof in Röttingen, den Bahnhof Röttingen Stadt, auch der existierte nur bis 1923. Jetzt fahre ich hier auf dem Taubertal-Radweg entlang. Das ist also quasi die offizielle Verbindung. Wir sind jetzt schon weit weg von der Bahnstrecke. Das hier also die Alternative, wenn man vielleicht auch die gesamte Strecke von Ochsenfurt bis Walkersheim fahren möchte. Zumindest mal eine Richtung davon sollte man auf jeden Fall hier auf dem Taubertal-Radweg fahren, denn der ist wunderbar ausgebaut und fährt sich doch wesentlich angenehmer als das Stück hier ab Röttingen bis Walkersheim, was eben nicht mehr als Radweg ausgebaut ist auf der Bahnstrecke. Hier fahren wir immer parallel zur Tauber, bis wir dann an der Tauberbrücke von der Bahnstrecke rauskommen und hier in diesem Moment jetzt wieder auf die Bahnstrecke treffen. Und jetzt geht es nur noch nach Walkersheim rein. Wenn ihr das Ganze mit dem Auto machen wollt, also das erstmal mit dem Auto bis zum Fahrradweg anreisen wollt, es gibt direkt an der Hauptverkehrsstraße, noch bevor man nach Walkersheim reinfährt, einen großen Parkplatz an einer Multifunktionshalle und da kann man wunderbar kostenfrei parken und von dort aus seine Bahntour dann starten. Das ist eben hier der Parkplatz, wo auch ich geparkt habe. Das war es jetzt hier, der zweite Teil zur Gaubahn. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Videolink. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder.